Wir haben in der letzten Vorlesung gesehen, dass sich Beugel intensiv mit ethischen Fragen auseinandergesetzt hat. Sehr explizit, sie erinnert sich in den 7 Todsünden und 7 Tugenden, aber auch in der Grafik die großen Fische fressen die kleinen, in der fetten und mageren Küche und im Misanthrop. Und bemerkenswert ist, dass Beugel ethische Fragen nicht abstrakt, also nicht allein in Form von Allegorien abhandelt, sondern sie buchstäblich ins reale Leben setzt. Er behandelt Moral immer im Kontext von gesellschaftlichen Verhältnissen. Und ein weiterer Faktor, der uns aufgefallen ist, war die Involviertheit der jeweiligen Akteure. Also auch die Kommentatoren, auch die Kritiker sind immer Teil des Systems. Sie erinnern sich bei die großen Fische fressen die kleinen, dass der Mann, der sozusagen auf diesen großen Fisch zeigt, und das wird in der Grafik nochmal durch Ekze, also siehe da nochmal betont, dass der im selben Boot, nämlich buchstäblich im selben Boot sieht, wie der, der auch nochmal diesen, also mit einem dieser Fischmörder. Also immer sozusagen wieder die, dass die Kritiker eigentlich und die Kommentatoren selber mit im System sind. Wir haben das auch im Elk gesehen, der ja sozusagen auf Diogenes verweist, aber wo eben auch Diogenes der Kritiker des Systems im System ist und ganz extrem natürlich in dem späten Werk der Misanthrop, also wo dieser angebliche Asket, der sich von der Welt abgewandt hat, weil die Welt angeblich so böse ist, aber er selber den Geldbeutel versteckt unterm Kittel hat und die Fußangeln, die vor ihm liegen, eigentlich nicht bemerkt. Also das war so ein Punkt, einige Punkte, die uns aufgefallen sind. Ich habe betont, dass Beugel sich oft einer eindeutigen Stellungnahme enthält und dass er ähnlich wie die Neostoiker beschreibt, ohne zu werten. Aber diese Position als Beobachter bedeutet nicht Beliebigkeit. Beugel hat durchaus eine Haltung, aus der heraus er beschreibt. Er übt, wie ich meine, Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen, an Macht, Gewalt, Krieg. Ja, er geht sogar darüber hinaus und kritisiert den beginnenden Kapitalismus und Kolonialismus. Und diese Kritik, über diese Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen wollen wir uns heute unterhalten. Wir beginnen mit dem kleinen Bildchen der Selbstmord Sauls von 1562. Sie kennen es, weil es im Kunsthistorischen Museum ist. Es ist ein sehr kleines Bild, 33,7 auf 55,7 cm. Trotz des kleinen Formats hat das Werk dennoch eine starke Wirkung und verfügt über eine gewisse Monumentalität. Es verbindet, und das ist für Beugel so charakteristisch, Monumentalität mit einer extremen Kleinfigurigkeit. Und ich denke, es kann keine Frage sein, dass Beugel auch als Buchmaler ausgebildet worden ist, und zwar eben sehr wahrscheinlich bei Maiken Verhulst, das war die Frau seines Lehrers, Peter Kucke van Alst. Wenn man vor dem Bild steht und es sich genau anschaut, dann kann man sich kaum vorstellen, wie es überhaupt möglich ist, solche winzige Figürchen und Pferde noch dazu in räumlich komplizierten Haltungen zu malen. Ich zeige Ihnen nochmal bei diesem Detail können Sie das genau sehen, und wenn Sie vor dem Bild stehen und sich das genau anschauen, hat man wirklich das Gefühl, man kann sich nicht vorstellen, wie der das gemalt hat. Diese Unmenge von winzigen Figürchen, die dann auch noch dazu hier vorne, ja, diese Pferde, die dann in diesen Abgrund hineinkippen, wie der das überhaupt noch gemalt hat. Ja, vorab einige Bemerkungen zur Erhaltung. Dank der Beugel-Ausstellung 2018 wurde das Bild in der Werkstatt des Kunsthistorischen Museums von Elke Oberthaler untersucht und gereinigt.
ein vergilbter Firnis hatte das Bild verunklärt. Und was Sie jetzt hier sehen, ist sozusagen das Bild, was teilgereinigt ist. Also links ist noch der Firnis und rechts ist er weg. Leider hat das, warum weiß ich nicht, hat das Kunsthistorische Museum auf dem Inside Beugel, wo sie ja die ganzen Bilder, wo man ja die ganzen Bilder genau anschauen kann, kein Bild von dem komplett gereinigten Werk. Also ich kann es Ihnen jetzt eben auch nur so zeigen. Die Tafel war oben und unten etwas beschnitten. Die fehlenden Stücke sind wieder angestückt worden. Die Zäsur bleibt aber sichtbar. Durch die Entfernung des vergilbten Firnisses ist die Landschaft im Hintergrund wieder aufgetaucht. Also das sehen Sie hier noch nicht. Ich habe das gesehen, weil ich in der Werkstatt war nach der Reinigung. Es ist so, Sie sehen diese Feuersbrunst da hinten und das schaut urkomisch aus. Man weiß eigentlich nicht, was das ist, ein Feuer mitten im Nebel. Also man hatte ursprünglich gedacht, das ist vielleicht das Meer und da ist ein Schiff im Brand oder so. Aber de facto ist es so, dass dort wirklich eine Landschaft ist. Und diese Feuersbrunst, die findet dort in der Landschaft statt. Ja, also das einfach zur Erklärung jetzt von dem Erhaltungszustand. Wir blicken von einem erhöhten Standpunkt auf eine Landschaft, die im Vordergrund waldig und felsig ist, sich im Hintergrund aber zu einer weiten Flachlandschaft ausdehnt. Wie vom Ungeziefer wird diese schöne grüne Landschaft von einem Heer von kämpfenden Menschen befallen. Im Alten Testament wird berichtet, wie Saul, der erste König Israels, gegen die Philister gekämpft hat. Also nur zur Erklärung, das ist der alttestamentarische Saul und nicht der neutestamentarische Saul, der dann zu Paulus wird. Ja? Also nur um das zu klären. Als er erkannte, dass die Schlacht verloren war und die Philister bereits seine Söhne getötet hatten, nahm er sich das Leben, um nicht in die Hände der Feinde zu fallen. Und ich lese Ihnen die entsprechende Bibelstelle aus dem Buch Samuel kurz vor. Als die Philister gegen Israel kämpften, flohen die Israeliten vor ihnen. Viele waren gefallen und lagen erschlagen auf dem Gebirge von Gilboa. Die Philister verfolgten Saul und seine Söhne und erschlugen Sauls Söhne Jonathan, Abinadab und Malkischua. Um Saul selbst entstand ein schwerer Kampf. Die Bogenschützen hatten ihn getroffen und er war schwer verwundet. Da sagte Saul zu seinem Waffenträger: Zieh dein Schwert und durchbohre mich damit. Sonst kommen diese Unbeschnittenen, durchbohren mich und treiben ihren Mutwillen mit mir. Der Waffenträger wollte es nicht tun, denn er hatte große Angst. Da nahm Saul selbst das Schwert und stürzte sich hinein. Als der Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich in sein Schwert und starb zusammen mit Saul. Ja, und Sauls Nachfolger wurde ja dann König David. Das ist der Schwiegersohn von Saul. Breugel hat erstmals dieses Thema in einem Tafelbild dargestellt. Vor ihm gab es diese Szene nur in der Buchmalerei und da natürlich immer in den gesamten Erzählzyklus integriert. Ich zeige Ihnen einige Beispiele. Meist wird gar nicht der Selbstmord dargestellt, sondern siegreiche Schlachten oder aber der Konflikt mit dem Propheten Samuel. Also es ist so, dass Samuel war ein Prophet und hat Saul zum ersten König gesalbt, aber Saul hat sich dann gegen den Propheten Samuel aufgelehnt und war ihm hochmütig und dafür hat Gott ihn dann bestraft. Sie sehen hier die Majowski-Bibel aus der Mitte des 13. Jahrhunderts und sehen eben oben ein Schlachtenbild und unten die Salbung von Saul und eine Opferdarbringung. Also kein Selbstmord. Es ist ein wunderschönes Bild. Schauen Sie einmal diese fantastische
Schlacht mit der Steinschleuder, wo der Steinschleuder sozusagen, um diese Bewegung im Raum nochmal zu zeigen, außerhalb des Rahmens dargestellt wurde. Oder hier diese sogenannte Weltchronik von Rudolf von Ems, etwa 1370. Oben sehen Sie wieder sozusagen Samuel, der eben Saul ermahnt, ja. Und unten sehen Sie einen Kampf und unten in der unteren Miniatur sehen Sie die Philister, die die Köpfe der drei Söhne von Saul auf die verschiedenen Stadttürme hängen. Und Sie sehen, wie das eben sehr oft im Mittelalter ist, diese unglaublich drastische Form der Darstellung. Und rechts sehen Sie dann in der Tat den Selbstmord von Saul und sein Knappe, der da dabei steht. Oder hier ein Beispiel von Boccaccio, De Casibus Virorum Illustrium, also über die berühmten Männer, eine Illustration schon aus dem 15. Jahrhundert. Und da sehen Sie auch die Ermordung der Söhne und dann die Köpfe der Söhne, die auf den Stadttürmen aufgestellt werden und dann auch den Selbstmord Sauls. Also hier jetzt aber alles in einer Stadt, was ja nicht also in der Stadt stattgefunden hat, also wo die Schlacht in der Form gar nicht dargestellt wurde. Oder Jean Fouquet, eine Illustration der jüdischen Altertümer des Flavius Josephus, um ca. 1470. Also Flavius Josephus war ja einer der wenigen Historiker, die im ersten Jahrhundert diese ganzen Ereignisse um die Zerstörung des Tempels und um Christus herum geschildert haben. Und die wurde immer wieder illustriert, hier eben eine späte Illustration von Jean Fouquet, also Franzose. Und das ist schon etwas, was relativ nah an Beutel ist, dass eine Landschaft dargestellt ist und eben eine Schlacht, wo wirklich dieser Schlachtenknäuel dargestellt wird. Ja, die Frage ist, warum greift Beutel eine so seltene Episode auf? Als Endpunkt einer langen Erzählung und Voraussetzung für die glorreiche Geschichte König Davids macht das Sinn. Also in der Buchmalerei macht das Sinn. Aber ohne das Narrativ bleibt nur das tragische Ende. Eine verlorene Schlacht, ein Selbstmord. Kein heroischer Sieger. Ist das nicht ein höchst merkwürdiges Sujet für ein Tafelbild? In der Tradition steht das Schicksal Sauls für die Bestrafung des Hochmuts durch Gott. Aber was wir sehen, geht über diese Bedeutung hinaus. Wir sehen eine wunderschöne Landschaft mit Wäldern, Felsen, einem Fluss, einer befestigten Stadt. Und die Menschen, als solche kaum erkennbar, haben diese Landschaft wie eine Ameisenplage befallen. Also wenn man das anschaut, das Erste, was man sieht, ist die Schönheit dieser Landschaft. Und dann sieht man diese Menschen, wo man das Gefühl hat, das ist wirklich wie Ungeziefer, die diese Landschaft befallen hat. Der Anführer der Israeliten, der König Saul, der zwar im Vordergrund, aber ganz an den Bildrand gerückt ist, fällt nicht als erstes auf. Es ist auch kein heroischer Selbstmord, es ist eher eine beklagenswerte Figur. Also Sie sehen, er hat sich gerade noch rechtzeitig sozusagen selber das Leben genommen, weil die Häscher kommen schon um diesen Felsen und werden ihn gleich auch entdecken. Die Philister durch Turbane als Feinde erkenntlich haben sichtlich die Oberhand. Sie haben den hohen Felsvorsprung erobert und beschießen mit Armbrust und Pfeilen von oben die Israeliten. Und diese sind überall auf der Flucht. Sie versuchen rechts durch den steilen Wald zu entkommen. Vorne, direkt vor den Augen des Betrachters, scheint kein Entkommen möglich. Sie stürzen in den Abgrund. Also das ist auch ein eigenartiges Gefühl, wenn man vor dem Bild steht, weil da, also direkt sozusagen vor uns fallen die sozusagen aus dem Bild in einen Abgrund hinab. Im Bildmittelgrund überqueren sie den Fluss, also den Jordan, und versuchen mit ihren Kamelen zu fliehen. Obwohl die beiden Kriegsparteien als solche erkennbar sind, ist der Haupteindruck ein anderer. Wir sehen nicht, wie meist in spätmittelalterlichen Darstellungen,
zwei klar voneinander geschiedene Formationen, sondern ein Gemetzel, in dem die beiden Parteien ununterscheidbar sind. Wir sehen nur noch silbrige Pünktchen, also die Helme und die Rüstungen, und ein Gewirr von Lanzen. Aber es ist unmöglich, Freund von Feind zu unterscheiden. Hier scheint jeder gegen jeden zu kämpfen. Die Enge der Schlucht intensiviert den Effekt, dass hier kaum einer lebend herauskommt. Man erhält den Eindruck, dass die Schlacht erst mit dem Tod aller enden wird. Ich zeige Ihnen nochmal zum Vergleich ein paar andere Schlachtenbilder, also beliebige eigentlich, Aretino Spinello um 1400 im Rathaus von Siena. Da ist sozusagen ein großes Schlachtenbild, aber wenn Sie es genau anschauen, ja, dann können Sie das sozusagen, können Sie die Handlung verfolgen und Sie sehen sozusagen jeden einzelnen Krieger können Sie identifizieren. Oder hier die Weltchronik, auch nochmal von Rudolf von Ems, von einer anderen Handschrift, wo schon auch schon so ein gewisses Gewirr ist, aber es ist immerhin der König sichtbar und das Thema ist, Davids Söhne besiegen alle Feinde, also es ist sozusagen ein Sieg dargestellt. Oder Albrecht Altdorfer aus dem gemalten Triumphzug für Kaiser Maximilian 1516. Das ist zwar auch schon wie bei Bruegel in eine Landschaft gesetzt, aber die Parteien mit ihren unterschiedlichen Fahnen bleiben erkennbar. Und Bruegel setzt das Geschehen in die Natur, und die Natur ist also wirklich eigentlich sehr dominant und erzeugt dadurch diesen Gegensatz von Schönheit der Natur und Kampf. Vor allem aber sind es keine erkennbaren Personen, sondern eine undurchdringliche und ununterscheidbare Masse. Und ich denke, dies impliziert eine Haltung gegenüber dem Krieg, der als Gemetzel interpretiert wird. Und deswegen denke ich mir auch, so ist das Motiv erklärbar, nämlich einer verlorenen Schlacht und eines Selbstmordes. Also er wählt als Thema eben nicht einen heroischen Kampf und einen Sieg, sondern eine Niederlage und einen sehr unheroischen Selbstmord. Diese ablehnende und kritische Haltung gegenüber dem Krieg findet sich auch in den Schriften von Erasmus. Also das heißt, diese Haltung gegenüber Krieg ist durchaus auch bei den kritisch denkenden Humanisten wie Erasmus ist es durchaus auch zu finden. Also er wäre damit sozusagen nicht allein. Ja, das nächste Bild, was wir uns anschauen, ist der Kindermord. Den kennen Sie auch, das hängt auch bei uns im Museum. Er wird ungefähr 1565-67 datiert, ist nicht datiert. Die Geschichte, als König Herodes gehört hatte, dass Jesus, der König der Juden, geboren sei, fürchtete er um seine Macht. Er ließ alle Kinder unter 2 Jahren ermorden. Maria und Josef aber waren von einem Engel gewarnt worden und konnten mit dem Jesuskind nach Ägypten fliehen. Der Kindermord war vor allem in der Buch- und Wandmalerei ein sehr geläufiges Thema innerhalb der Erzählung vom Leben Christi. Ich zeige Ihnen wieder ein paar Beispiele. Hier ein Beispiel von den Brüdern Limburg in dem Stundenbuch Très Richeur des Duc de Berry um 1415. Also es ist ein beliebiges Beispiel einer spätmittelalterlichen Landschaft, aber einer ganz besonders reich und sehr schön illustrierten Handschrift. Und Sie sehen, was charakteristisch ist, ist auf jeden Fall ist immer Herodes dargestellt, also derjenige, der eigentlich schuld ist, der den Befehl gibt und der sozusagen dem Soldaten den Befehl gibt, die Kinder umzubringen, und dann sehen Sie die Mütter mit ihren ermordeten Kindern. Das heißt, es ist für jeden vollkommen, die Geschichte wird klar, das Narrativ ist klar, und es ist aber auch klar, dass es ein biblisches Narrativ ist. Oder es ist so, dass schon relativ früh und hier erstmals bei Giotto in der Arena-Kapelle in Padua 1306 dieses Motiv die Möglichkeit bot, dramatische Affekte, Schmerz und Verzweiflung zu zeigen. Also das ist Giotto sicher der Erste, der das in der Form gemacht hat, was dann aber im Trecento sehr stark aufgegriffen worden ist,
weil es eben eine Möglichkeit war, eben diesen Schmerz, diese Verzweiflung, dieses Leiden zu zeigen. Aber Sie sehen auch hier, es ist vollkommen klar, Herodes gibt den Befehl und die Soldaten bringen die Kinder um. Oder später noch Israel von Meckenem, jetzt um 1500 schon, das ist auch sehr häufig, also nicht nur, dass Herodes dargestellt wird, sondern dass im Hintergrund die Flucht gezeigt wird. Das heißt, dass ganz klar ist, dass das ein biblisches Geschehen ist und dass eben das eigentlich Wichtige ist ja nicht der Kindermord eigentlich, sondern das Wichtige ist, dass Maria und Josef mit Jesus entfliehen konnten. Nun, oder auch nochmal sozusagen die ganz andere Seite, Raphael, also die italienische Renaissance, wo Sie sehen, dass das ein ganz heroisches, eine sozusagen heroische Geschichte wird, ganz, also in einem ganz klassischen Stil dargestellt, die Schlechter werden jetzt, sind jetzt nackt dargestellt, also es wird sehr stark antikisiert und gleichzeitig sozusagen verallgemeinert. Und jetzt zeige ich Ihnen sozusagen als großen Gegensatz eben nochmal Bräugel, wo das vollkommen anders dargestellt ist, nämlich Bräugel versetzt diese biblische Geschichte in ein niederländisches Dorf im Winter. Alle Personen sind zeitgenössisch gekleidet, es gibt keine biblischen Gewänder, keine historisierenden Elemente. Das heißt, dass Bräugel diese Geschichte ganz bewusst aktualisiert. Es nichts erinnert daran, dass wir es mit einer biblischen Erzählung zu tun haben. Wir werden vielmehr mit einem grausamen Akt kriegerischer Gewalt konfrontiert. Und so wurde diese Geschichte noch nie dargestellt. Also das heißt, dass man wirklich, dass man eigentlich nicht mehr, also man, wenn man es weiß, weiß man, ja, das ist sehr wahrscheinlich der Kindermord, aber eigentlich weist nichts auf diese biblische Geschichte hin. Nun, dieses Gemälde, das Sie aus dem Wiener Kunsthistorischen Museum kennen, stammt jedoch nicht von Bräugel dem Eltern. Also es ist kein Original, es ist eine sehr genaue Kopie seines Sohnes Peter Bräugel dem Jüngeren. Aber man muss sagen, dass er in diesem Fall wirklich sich sehr genau an die Vorlage gehalten hat. Bräugel zeigt unterschiedliche individuelle Schicksale dieser Katastrophe mit einer Intensität, die einem unter die Haut geht. Also es ist jetzt auch, das eine ist, dass er das jetzt wirklich komplett aktualisiert, komplett profanisiert. Aber warum das auch so also emotional, sozusagen emotional betrifft, ist, dass er nicht einfach nur Mütter zeigt, die Hände sozusagen erheben, irgendwelche Schmerzens-Pathos-Gesten haben, sondern dass er eigentlich ganz individuelle, unterschiedliche Geschichten erzählt und einem das so einfach nahe bringt. Ich zeige Ihnen einige davon. Also da ist einerseits der Mann, der den Bewaffneten auf Knien anfleht, und links die Mutter, die vergeblich versucht, mit ihrem Kind zu entfliehen. Darüber eine Mutter, die ihr Kind, das tot auf dem Schnee liegt, beklagt. Und links an die Hausmauer gelehnt eine andere Mutter, die ihr Schicksal beklagt und andere versuchen, sie zu trösten. Rechts davon hat ein Bewaffneter einen kleinen Winzling gepackt und der Vater weist auf das ältere Kind, also man weiß nicht recht, will er einen Tausch vorschlagen und sagen, komm, nimm das ältere Kind und lass uns das jüngere, das ist schwer zu sagen. Hier ist es einfach leider ein bisschen unscharf, aber das ist das Detail. In der Mitte sind Frauen, die eben eigentlich diesen antiken Klagegesten haben, vor den berittenen Soldaten. Und links davon will einer gegen die Mörder vorgehen, andere halten ihn davon ab. Das sehen Sie hier, sehen Sie das links davon? Das ist einer, der jetzt einfach aus seiner Verzweiflung und aus seiner Wut heraus diese Soldaten angehen will, aber die andere, die Gruppe, hält ihn zurück, weil, also angesichts der Sinnlosigkeit dieses Widerstands. Viele versuchen, einen vornehmen Herrn zu erweichen, den Befehl rückgängig zu machen, während die Bewaffneten daneben brutalst in ein Haus einbrechen. Und wie gesagt, so wurde dieser Kindermord noch nie dargestellt. So konkret, so individuell
und dann doch so allgemein, dass man als Betrachter emotional hineingezogen wird, mitfühlt, mitleidet bzw. sich empört über diesen Gewaltakt. Das ist eine Kritik an Gewalt. Und so wurde das auch verstanden. Das Original, das sich heute in der Royal Collection befindet, war ursprünglich in der Habsburgischen Sammlung von Rudolf II. Und der wollte sich nicht konfrontiert sehen mit diesem Gemetzel. Noch dazu, wo die Soldaten alle die rote Tracht tragen, also was an die habsburgisch-wallonische Polizei erinnert. Andererseits wollte er doch gern ein Werk des berühmten Breuil haben. Also was macht man in so einem Fall? Man übermalt den Schrecken und macht aus einem Kindermord einen banalen Raubüberfall halb so schlimm. So wurde das Werk dann auch im Inventar benannt. Aus den ermordeten Kindern werden Bündel, Tiere, Vögel oder eine Art Stillleben mit Esswaren. Also Sie können sich nicht vorstellen, wie unglaublich absurd dieses Bild jetzt ausschaut. Ich weiß nicht, ob Sie das ausnehmen können. Links die Frau, ja, die an sich dieses Baby beweint im Schnee, die hat jetzt sozusagen ein Stillleben von Esswaren vor sich. Ja. Das ist ja grotesk. Ja. Und der Mann rechts, der dieses Kind, dieses kleine Baby sozusagen am Arm hatte, der hat jetzt einen Schwan in der Hand. Und so geht es sozusagen durch das Bild durch. Also es ist grotesk. Also ich denke mir, dass man in ein Gemälde von Breuil so massiv eingreifen konnte, belegt, wie tief und unerträglich die ursprüngliche Wirkung gewesen sein musste. Die Kritik wurde verstanden und unschädlich gemacht. Das ursprüngliche Original ist in einem so schlechten Zustand, dass es nicht restaurierbar ist. Die toten Kinder wurden buchstäblich ausradiert, symbolisch eigentlich nochmals umgebracht. Und ich denke mir, das ist ein Lehrstück in Rezeptionsgeschichte. Es ist ja so, dass die Frage nach der Rezeption immer unglaublich schwierig ist. Ja, also eine der wirklich schwierigen Unterfangen. Wir fragen uns immer, wie sind gewisse Werke damals aufgenommen worden. Es ist sehr kompliziert. Und ich denke mir, das ist ein Beispiel, wo man ganz konkret sehen kann, dass dieses Werk von Breuil mit seiner radikalen Kritik sehr wohl verstanden wurde. Trotz der hohen Reputation des Künstlers aber wollten sich die Machthaber, die das Werk besessen haben, nicht mit dessen Aussage auseinandersetzen. Entschuldige Frage, wer hat das übermalt? Wer denn? Das weiß niemand. Das weiß niemand. Auftraggeber war Rudolf II. Richtig, ja. Der hat das Werk besessen und ich meine, man sieht nur einfach, dass das. Und es ist so, die Forscher sind sich nicht ganz sicher, ob es wirklich das Original ist. Ja. Ich kann das ehrlich gesagt nicht beurteilen, also müsste man sozusagen eine Restaurierwerkstatt nochmal anschauen. Es ist einfach so schlecht erhalten, dass man das urschwer sagen kann, aber sehr wahrscheinlich. Es wird im Inventar, ursprünglich vom Inventar, ist es klar, dass Rudolf II. Das besessen hat und im späteren Inventar wird das nur noch als Raubüberfall bezeichnet auch. Ja. Und wie will man denn das, also wie will man sowas erklären? Aber wenn man das Bild sieht, ist es absurd. Ja? Also es ergibt ja sozusagen auch keinen neuen Sinn. Und ich denke, man kann es nicht anders erklären, als dass sie das schlicht nicht ausgaben. Und einfach auch so. In Wien ist die Kopie nach dem Original von Peter Bruegel dem Jüngeren, da ist das alles noch, da sind die Kinder noch zu sehen. Ja? Es gibt mehrere Kopien, es gibt auch eine Kopie in München, die sehr nah am Original ist. Und das ist eben sehr wahrscheinlich wirklich das Original, aber übermalt. Ja? Ja, wir gehen zu unserem nächsten Bild, zwei angekettete Affen von 1562, heute in Berlin in der Gemäldegalerie. Das ist wirklich ein ganz kleines Bild, nicht einmal ganz 20 cm auf 23 cm. Es ist ein in jeder Hinsicht höchst ungewöhnliches Bild.
Ein kleiner Bildausschnitt zeigt eine bogenförmige steinerne Öffnung. Wir können den Ort nicht lokalisieren. Es wirkt wie eine Öffnung in einem Turm. In der Leibung sitzen zwei durch schwere Eisen angekettete Affen. Der vordere links ist den Betrachtern zugewandt, sein Blick aber geht ins Leere. Etwas weiter hinten sitzt gekrümmt der zweite Affe, vom Betrachter abgewandt. Seinen Blick können wir nicht erkennen. Er schaut aber nicht ins Freie, sondern hat durch den leicht gesenkten Kopf den Blick offensichtlich auf den Boden geheftet. Zwischen den Affen einige leere Nussschalen. Unser Blick von erhöhtem Standpunkt geht in die Ferne. Wir sehen im Dunst eine Stadt, davor Wasser mit mehreren Schiffen. Die Stadt wurde als Antwerpen identifiziert. Also Sie sehen diesen Druck und ich denke mir, das ist schon wichtig, dass das Antwerpen gemeint ist. Und das Wasser ist somit die Schelde, die in der Ferne ins Meer führt. Sehr prominent hat Bruegel seine lateinischen Buchstaben, seine in lateinischen Buchstaben gemalte Signatur und die Datierung angebracht. Sie schaut aus wie in den Stein gemeißelt, der Schwanz des Affen fällt darüber, behindert aber nicht die Lesbarkeit. Die Komposition ist auffallend und für Bruegel völlig einmalig. Wir waren ja jetzt gewohnt, weite Übersichtsprospekte mit unzähligen Figuren zu sehen. Und hier ist es ein enger, nahsichtiger Bildausschnitt mit einem Blick in die Ferne. Einen Mittelgrund gibt es nicht. Wir blicken gleichsam durch einen Rahmen hinaus in die Weite. Also das mag uns an Albertis Ausspruch erinnern, die Malerei sei ein Fenster, durch das wir die Welt sehen. Also Alberti, der berühmte italienische Renaissance-Theoretiker Mitte des 15. Jahrhunderts hat ja über die Malerei geschrieben und geschrieben, die Malerei ist eigentlich wie ein Fenster, durch das wir in die Welt sehen. Und das war so ein Diktum, was für die Künstler sehr wichtig war, was auch teilweise wirklich sozusagen so gemalt worden ist. Aber hier ist sozusagen der Rahmen, das Bild, die Welt, nur angedeutet. Ja, man fragt sich, woher kommt dieses Kompositionsprinzip? Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen? Ich denke, es gibt Voraussetzungen, die liegen natürlich wieder mal in der Buchmalerei. Was ich Ihnen hier zeige, ist eine wunderschöne Buchmalerei um 1480. Vom sogenannten Meister der Maria von Burgund, weil dieses Stundenbuch für die Maria von Burgund gemacht worden ist. Und das, also der hat praktisch dieses Kompositionsprinzip bis zum Wesen gerade erfunden. Aber das ist natürlich hier ganz anders, weil was wir hier haben, ist ein Rahmen, der praktisch die diesseitige Welt, unsere Welt, beziehungsweise die Welt der Maria von Burgund zeigt, ihr Kissen und witzigerweise, meine ich, eine Pointe, das Stundenbuch, in dem sie liest, liegt hier vor uns. Und wenn wir was gezeigt wird, ist, wenn ich jetzt das Buch lese und die Miniaturen betrachte, dann kann ich durch diesen Rahmen in eine imaginierte andere Welt sehen und sehe dieses transzendente, also biblische Geschehen der Beweihung. Also ich sehe praktisch von meiner realen Welt durch diesen Rahmen in eine imaginäre religiöse Welt. Ja? Und das ist natürlich jetzt bei Bruegel überhaupt nicht der Fall, weil ich bei Bruegel durch den Rahmen, ich habe zwar auch diese Rahmensituation, aber ich sehe nicht in eine transzendente, biblische, göttliche Welt, sondern ich sehe auf die, von einer diesseitigen Welt auf eine diesseitige Welt. Andererseits, also erinnert mich dieses Kompositionsprinzip, nimmt etwas vorweg, was einem 17. Jahrhundert sehr wichtig geworden ist. Ich zeige Ihnen hier ein Bild von Ambrosius Bosca, aus dem frühen 17. Jahrhundert, das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Thema, aber es ist, was ähnlich ist,
Wir haben einen Rahmen und in der Laibung steht jetzt hier in dem Fall, es sitzen keine Affen, aber es ist eine Blumenvase, ganz nah an den Betrachter gerichtet. Und durch den Rahmen sehe ich in die Landschaft. Also es ist ein ähnliches Kompositionsprinzip, wo ich sozusagen Nähe und Ferne habe, aber keinen Mittelgrund. Und bei Bosca, das ist jetzt 1620, kann man sich überlegen, dass diese neue Sehweise, ganz nah, ganz fern, etwas damit zu tun hat, dass ja damals sowohl das Mikroskop wie das Fernglas erfunden worden sind. Also das heißt vollkommen neue Sichtweisen, wo man eben ganz in die Nähe sehen kann, ganz in die Ferne. Und das ist zumindest, würde ich bei Boskamp meinen, es gibt ähnliche Bilder, dass das auf diese neuen Sehgewohnheiten hinweist. Aber Bruegel ist ja viel früher, also das kann, aber der nimmt bis zu einem gewissen Grad dieses Kompositionsprinzip vorweg. Also wir wissen ja mittlerweile, dass Bruegels Kompositionen immer eine semantische Ebene haben, also immer eine Bedeutung haben, also wir werden darauf zurückkommen. Was das bedeutet, was ich jetzt schon von wegnehmen kann, ist, dass ähnlich wie beim Meister der Maria von Burgund, diese Möglichkeit, durch einen Rahmen zu blicken in die Ferne, dass es faktisch die Imagination der Betrachter anregt. Aber zuerst komme ich noch zu den Interpretationen. Es gibt zu diesem kleinen Bildchen eine Vielzahl von Interpretationen. Man kann sie aber letztlich in drei Gruppen aufteilen. Die einen meinen, es handelt sich einfach um eine Naturstudie von zwei Affen, die man als Halsbandmangaben identifizieren kann. Eine Affenart aus Westafrika, die damals wie andere exotische Objekte nach Antwerpen importiert wurden, das im Hintergrund ja auch zu sehen ist. Ein großer Teil der Forschung sieht in dem Gemälde wiederum moralisierende Aspekte. Der Affe stand im Mittelalter für Sünde und für die Triebhaftigkeit des Menschen. So wie die Affen seien die Menschen an ihre niederen Triebe gefesselt. Grosshans in der Beschreibung des Bildes in der Gemäldegalerie meint etwa, die Menschen könnten sich aber befreien, weil sie im Unterschied zu den Affen über Vernunft und Einsicht verfügen. Und er meint, der Eisenverschluss könnte nämlich gedreht werden und so könnten sich die Affen befreien, theoretisch. Jürgen Müller hat eine andere Variante, die Affen äffen die Menschen nach und die Menschen sollten aber versuchen, Gott nachzumachen, was sie aber nicht tun. Also das sind meistens diese, gibt es einen ganzen Bündel von diesen moralisierenden Interpretationen, die faktisch davon ausgehen, die eben davon ausgehen, dass Affen die Sündhaftigkeit des Menschen zeigen und dass auf die Sündhaftigkeit des Menschen, die so wie diese Affen jetzt gefangen sind, an ihre Triebe gebunden seien. Und die dritte Interpretation, die von Matthijs Ilsing ins Spiel gebracht worden ist, geht vom Motto Ars Simia Naturae aus, also die Kunst als Nachäfferin der Natur. In der Tat stand der Affe im Mittelalter und der frühen Neuzeit nicht nur für Sünde und Triebhaftigkeit. Seine Fähigkeit, menschliche Tätigkeiten nachzuahmen, wurde früh entdeckt. Der Affe als dem Menschen ähnliches Wesen. Und ich verweise in diesem Zusammenhang auf eine sehr grundlegende Studie, ich habe Ihnen die auch angegeben in der Literatur, von H.W. Janssen, Apes and Ape Lore. Das ist von 1954, der die ganz unterschiedlichen Bedeutungen, die eben Affen zugeschrieben worden sind, auch schon im Mittelalter, sowieso in der frühen Neuzeit, der hat die sehr genau erforscht. Und es stimmt nicht, dass die Affen immer nur auf Triebhaftigkeit und Sündhaftigkeit deuten, sondern genauso wichtig war sozusagen diese Ähnlichkeit zum Menschen. Und auch die Verwandtschaft der Menschen, also sozusagen des Affen zur Kunst. Es gibt einen Stich von Bruegel aus demselben Jahr, 1562, der faktisch dieses Thema der Ähnlichkeit von Menschen und Affen eigentlich zum Thema gemacht hat.
Sie sehen einen Hausierer, der von Affen beraubt wird. Gestochen ist er von Peter van der Heijden. Aber Sie sehen, wenn Sie genauer hinschauen, Affen handeln einfach wie Menschen. Sie sind neugierig, sie erkunden alles, sie spielen, sie tanzen und sie rauben. Sie rauben die Bahn des Hausierers, der müde von seiner Wanderung im Wald eingeschlafen ist. Man könnte natürlich sagen, vielleicht sind die Affen auch nur sein Traum. Affen sind wie Menschen, da gilt natürlich auch der Umkehrschluss, Menschen sind wie Affen. Auch die Kunst, verstanden als Mimesis, als Nachahmung der Natur, wird in der Renaissance oft mit dem Affen in Verbindung gebracht. Also im positiven wie durchaus im ironisch-kritischen Sinn. Bruegel, so prominent unter den Affen gesetzte Signatur, kann in diesem Sinn verstanden werden, als Selbstreflexion des Künstlers. Es ist aber auch ein Appell an die Betrachter, sich in den Affen wiederzuerkennen. Ja, davon ausgehend möchte ich noch eine vierte Interpretation vorschlagen. Ich möchte einfach anmerken, dass mir das klar geworden ist, ich habe die Mitglieder des Rektorats durch die Bruegel-Ausstellung geführt und ich habe mit Bauer Putz-Blecko, also unserer Vizerektorin, über das Bild gesprochen und im gemeinsamen Gespräch haben wir den Eindruck gehabt, dass uns da was klar wird. Ich komme nochmals auf den für Bruegel so ungewöhnlichen Bildausschnitt zurück. Unser Bildfeld ist auf einen engen Raum reduziert. Wir haben buchstäblich eine Mauer vor uns, die unsere Sicht empfindlich einschränkt. Wie die Affen sind wir gleichsam gefangen. Die Affen, deren Lebenselixier die freie Bewegung ist, sind hier auf minimalstem Raum eingesperrt. Die riesige Eisenkette ist prominent ins Bild gesetzt. Der Eisenkette und dem Eisenring kommen die gleiche Bedeutung zu wie den Tieren. Die Leibung ist kahl, Stein, kein Pflänzchen, keine Nahrung, kein Trinken, leere Nussschalen. Der Blick des zu uns gekehrten Affen ist starr und leer. Der andere in seiner gekrümmten Haltung wendet nicht mal seine Augen ins Freie. Eine depressive Stimmung. Wir können das Bild ansehen wie Affen, die leiden, aber nichts erkennen können. Aber da wir Menschen sind, können wir Verbindungen herstellen zwischen den gefangenen Affen und der Stadt Antwerpen, durch deren Handel sie von weit her hierher gebracht worden sind. Auf den Schiffen, auf der Schelde, übers weite Meer. Unerreichbar jetzt diese Ferne, nur die Vögel verfügen über die Freiheit, durch den Himmel zu fliegen. Und da wir Menschen sind, können wir auch Dinge imaginieren, die nicht Gegenstand der Repräsentation sind, die unsichtbar sind. Afrika, die Heimat dieser Tiere, wo sie in Freiheit gelebt haben. So wie diese Tiere haben die Niederländer auch begonnen, aus Afrika und anderen fernen Ländern exotische Waren zu importieren, auch Menschen, Sklaven. Seit Beginn des 16. Jahrhunderts waren die Niederlande wie auch die meisten anderen europäischen Länder aktiv am Sklavenhandel beteiligt. Die Sklaven wurden vor allem von Afrika nach Nord- und Südamerika verfrachtet, um dort in den Plantagen der Kolonisatoren zu schuften. Wenige Sklaven wurden aber auch nach Europa gebracht. Ich meine, Bruegels kleine Tafel ist eine der frühesten künstlerischen Reflexionen über die Versklavung durch den neu entstehenden Kolonialismus. Ja, der Kampf der Geldkisten und Sparbüchsen. Karel van Mander, der in seinem Schilderbuch 1604 viele Geschichten über Bruegel erzählt hat, schrieb unter anderem, ich zitiere, viel von seinen seltsam erfundenen, beziehungsreichen Kompositionen sieht man in Kupfer gestochen. Eine große Menge fein und sauber gezeichneter, mit Inschriften versehener Satiren, die zum Teil allzu bissig und spottgetränkt waren, ließ er jedoch,
als er todkrank war, von seiner Frau verbrennen. Entweder weil er sie bereute oder weil er befürchtete, dass seine Frau Unangenehmes daraus erwachsen könnte. Wir sahen, dass die Quelle von Van Mander mit Vorsicht zu behandeln ist. Aber ich denke, dass die Notiz ernst zu nehmen ist. Ob Bruegel die Zerstörung einiger seiner Arbeiten angeordnet hat und seine Frau wirklich Blätter von ihm verbrannt hat, wissen wir nicht. Mit Sicherheit kann man jedoch schließen, dass nach Bruegels Tod viele seiner Arbeiten, insbesondere die Druckgrafik, als höchst brisant angesehen worden sind. Eine der radikalsten Grafiken ist dieser Stich, der Kampf der Geldkisten und Sparbüchsen. Der Stich ist nicht datiert. Die Verlagsangabe rechts unten enthält den Namen des Verlegers Hieronymus Kock nicht mehr, wohl weil der Stich erst nach dessen und Bruegels Tod etwa 1570 verlegt worden ist. Gestochen wurde das Blatt von Peter van der Heyden, der für seine Genauigkeit bei der Übertragung der Zeichnung auf die Kupferplatte bekannt ist. Über die Datierung der originalen verlorenen Zeichnung ist sich die Forschung nicht einig. Sie schwankt von etwa 1558 bis 68. Ich bin der Meinung, dass die Zeichnung spät anzusetzen ist. Aber wie gesagt, die Zeichnung ist verloren. Und man kann sich das, dadurch, dass das so brisant ist, ich kann mir das vorstellen, ist das eben zuerst einmal unter Hieronymus Kock gar nicht publiziert worden. Das ganze Bildfeld ist von der Kampfszene ausgefüllt. Es gibt hier keine Einbettung in eine Landschaft. Es gibt keinen Freiraum, keine anderen Dinge, geschweige denn Menschen, als nur die Kämpfenden, die wiederum überall vom Bildrand überschnitten werden, um zu signalisieren, dass der Kampf weit über das Bildfeld hinausreicht, dass es eben eigentlich nichts gibt außer diesem Kampf. Es findet sich im gesamten grafischen Werk von Bruegel kein anderes Blatt, dass diese Form der Raumflächenorganisation zeigt. Also Freiraum wird buchstäblich erdrückt und getilgt. Hier ist kein Raum mehr, der den Ausblick auf anderes zuließe, die Möglichkeit, alternative Handlungen imaginieren zu können, als diese totale gegenseitige Vernichtung. Die Kämpfenden sind Sparbüchsen, Geldkisten, Geldbeutel und Fässer, die mit Lanzen, Schwertern, Kugelschleudern, Kanonen und anderen Waffen zum Teil auch die eigene Spezies bekämpfen. Es ist ein Kampf aller gegen alle. Links im Hintergrund gebiert eine geplatzte Sparbüchse, eine Unzahl kleinerer Sparbüchsen, deren Form von den spitzen Kriegerhelmen kaum zu unterscheiden ist, und so mit dem Anblick eines kriegerischen Heeres recht nahe kommt. Aus den Wunden der Kämpfenden quillt Geld. Die Geldbehältnisse sind mit menschlichen Gliedern ausgestattet, Beine, Arme nur zum Teil Köpfe. Manchmal ersetzt ein Helm den Kopf. Es gibt nur ein einziges Wesen, das nicht direkt in die Kampfhandlungen involviert ist, der kleine angekettete Hund am rechten Bildrand. Direkt darunter hat Bruegel seine Signatur gesetzt. Der Hund bellt in Richtung der Kämpfenden. Wir kommen auf den Hund, werden wir noch zurückkommen. Bezeichnenderweise gibt es für diesen Stich keine ikonografische Tradition. Vielmehr verkehrt Bruegel die Bedeutung von überkommenen Bildbedeutungen und bekannten Motiven in ihr Gegenteil. Darstellungen von ritterlichen Kämpfen sind uns in der Weiterführung mittelalterlicher Buchmalerei aus Holzschnitzen und Tapisserien bekannt. Also ich habe Ihnen ja vorher einige Beispiele gezeigt. Das Merkmal von Kampfdarstellungen ist es allerdings, dass die zwei streitenden Parteien als solche deutlich erkennbar sind. Bruegel hingegen stellt eine einzige Masse dar, in der sich alle feind sind. Ja, sogar die Fahnen, Signum der Differenz, tragen alle drei dasselbe Zeichen, nämlich den Enterhaken, der auch im beigefügten Text erwähnt wird. Also
bei allen, auch bei Buchmalereien, wo ein ziemliches Gewirr dargestellt ist, was immer klar ist, ist, dass es verschiedene Fahnen gibt, die die Parteien sozusagen kennzeichnen. Und hier gibt es eine einzige Fahne mit, eben mit dem Enterhaken sozusagen. Es gibt nicht verschiedene Parteien. Vor allem aber sind die Ritter zu Geldbehältnissen mutiert. Kriegerisches Herointum wird bei Bruegel dekonstruiert, indem der Grund der Kriegshandlungen in der allgemeinen Geldgier aufgedeckt wird. Und so lautet auch die flämische Inschrift unter dem Bildfeld: Vorwärts, ihr Sparbüchsen, Geldbeutel und Geldkisten, es ist alles für Geld und Güter, dieses Kämpfen und Streiten. Wenn dir jemand einredet, es sei anders, glaub es nicht. Deswegen folgen wir dem Enterhaken, der uns nie verlassen hat. Man versucht, Aktionen zu finden, um uns stillzuhalten, aber es gäbe nie einen Krieg, wenn es nichts zu rauben gäbe. Bruegel geht in diesem Stich über die Kritik an Krieg und Gewalt, hinaus, indem er die Ursachen des Krieges aufdeckt. Und diese Ursache ist die Habgier. Avaritia, Habgier, war in den Niederlanden des 16. Jahrhunderts ein zentrales Thema. Als tiefgreifende ökonomische, politische und religiöse Umwälzungen stattfanden. Und Zentrum, das haben wir immer wieder gesehen, Zentrum dieser Veränderungen war Antwerpen, wo Bruegel bis 1563 lebte. Die Stadt hatte in der ersten Hälfte des Jahrhunderts einen kometenhaften Aufstieg erlebt und war zu einem internationalen Wirtschaftszentrum geworden. Waren aus den neuen spanischen Kolonien in Übersee, liefen meist über den Hafen an der Schelde. Antwerpen wurde zu dem Finanzzentrum, wo alle Bankhäuser Europas Niederlassungen hatten. In der 1531 gebauten Börse wurden Neuerungen wie Obligationen, Handel mit Wertpapieren oder auch Finanzspekulationen erprobt. Die Geldwirtschaft revolutionierte den Handel, zerstörte aber auch das alte Zunfthandwerk und veränderte die täglichen Umgangsformen der Menschen. Und es gab also auch in den Schriften durchaus Kritik an diesen frühkapitalistischen Verhältnissen, vor allem insbesondere von Humanisten wie zum Beispiel Dirk Volkerson Kornherd, der ja auch Texte zu Bruegels Grafiken gestochen hat und selber auch viel gezeichnet und gestochen hat. Bruegel griff somit ein hochaktuelles Thema auf und ging damit völlig anders um als seine Vorgänger. Im Gegensatz zu den grotesk karikierenden Gemälden von Geldwechseln und Wucherern von Jan Provost, Jan van Hemmessen und vor allem Marinus von Reimerswil wird die Habgier bei Bruegel nicht personalisiert. Also wir haben eine ganze Reihe von Künstlern, vor allem von Reimerswil, also der überhaupt fast nichts anderes dargestellt hat als Steuereinzieher oder eben Geldwechsler, wo das aber immer eben an ziemlich karikierten Persönlichkeiten festgemacht wird. Und im Unterschied dazu zeigt Bruegel das nicht an, macht der Bruegel das nicht an Personen fest, sondern er zeigt diese Gier nach Geld als eine Struktur. Eine Struktur, die jeden erfasst und alles durchdringt. Zeitgleich mit Bruegel entwarf Maarten van Heemskerk mehrere Allegorien zur bedrohlichen Verführungskraft des Geldes. In seinem neunteiligen Zyklus Der Kreislauf des menschlichen Daseins von 1564 verweist Heemskerk zwar auf die Verbindung von Neid und Krieg. Dieser Zusammenhang wird aber nicht durch die auf den Triumphwegen dargestellten Personifikationen veranschaulicht, sondern lediglich durch die jeweiligen Beschriftungen verständlich. Also wenn Sie das anschauen, wird das nicht, wenn Sie jetzt gar keine Schrift haben, wird das eigentlich nicht klar, was es hier geht. Ja? Es ist nur sozusagen über den Text können wir dann die Personifikationen lesen und können die Zusammenhänge sozusagen verstehen.
Bruegels groteske Zwitter haben wenig mit Heemskerks klassischen allegorischen Figuren zu tun. Also ich kann immer nur wiederholen, Heemskerk, Zeitgenosse von Bruegel, genau die gleiche Zeit, auch Antwerpen, gleicher Ort, gleiche Zeit. Und da sehen Sie, wie unterschiedlich da die künstlerischen Herangehensweisen sind. Eher wurzeln die Gebilde aus Gegenständen und menschlichen Versatzstücken in mittelalterlichen Drollerien, wo sich tote Objekte mühelos in tierische oder menschliche Wesen verwandeln. Bei Bruegel sind die Metamorphosen jedoch nicht organisch und gewinnen durch den Realismus der Darstellung eine kritische Potenz. In dem Stich der Avaritia, also der Geiz aus der Serie der Todsünden, erinnern die hybriden Mischwesen noch an Boschs Mensch-Tier-Metamorphosen. Auch wenn die Menschen als Zeichen ihrer inneren triebhaften und entmenschten Verfassung als teils tierhaft dargestellt sind, stehen sie dem Geld als getrennte Wesen gegenüber. Also das ist jetzt, Sie erinnern sich, ein Frühwerk von Bruegel, wo er sich ja ganz stark an Bosch anlehnt, und Avaritia, also Geiz, Geldgier, Habsucht, wird hier dargestellt. Durchaus noch in der spätmittelalterlichen Tradition mit einer Personifikation, die eben in ihrer Geldkiste kam. Und überall geht es jetzt eigentlich ums Geld. Aber Sie sehen, dass hier haben Sie noch, erstens haben Sie sozusagen tierische Mischwesen und Sie haben die Personifikation, die sich faktisch von diesen Mischwesen unterscheidet. Im Stich der Kampf der Geldkisten und Sparbüchsen mutieren die Menschen hingegen zum Objekt ihres eigenen Begehrens. Sie stecken nicht bloß in den Geldbehältnissen, sondern verschmelzen mit ihnen und werden selbst zu Geldkörpern. Menschen werden zu toten Dingen, werden buchstäblich verdinglicht. Es ist sehr aufschlussreich, dass dieser Stich erst 1996 monographisch untersucht worden ist, und zwar von Essen Matt Cavalier. Also der ist vorher, hat denn überhaupt, haben die Kunsthistoriker verzichtet, darauf näher einzugehen. Cavalier erkennt ganz richtig, dass Bruegel hier den in den Niederlanden und speziell Antwerpen beginnenden Handelskapitalismus einer radikalen Kritik unterzogen hat. In zeitgenössischen Texten wird Eigenbart, also Eigennutz, als unvereinbar mit dem Gemeinwohl und als Gefahr für den Frieden gegeißelt. Also Kavala hat vor allem eigentlich Texte herbeigezogen, wo ihm gezeigt wird, wie dieses Eigenbart oder Eigennutz das Gemeinwohl gefährdet, kritisiert wird. Allerdings sieht Cavalla Bruegel als einen Konservativen, der versuchte, eine mittelalterliche Ethik aufrechtzuerhalten. Meines Erachtens greift diese Analyse, der ich in den Grundzügen folge, zu kurz. Bruegel leistete nicht eine konservative Kritik am Handel, sondern auf der Ebene des Sichtbaren, nicht des begrifflich Sagbaren, eine Analyse und Kritik der Struktur und der Konsequenzen der Geldwirtschaft, wie sie für den sich entwickelten Kapitalismus gültig blieben. Menschen werden in dem Stich zu toten Dingen, zu Objekten, werden eben buchstäblich verdinglicht. Radikaler kann die Entmenschung des Menschen durch die frühkapitalistische Geldwirtschaft kaum dargestellt werden. Bruegel macht zudem deutlich, dass dieser Kampf nicht durch einzelne böse oder besonders herrschsüchtige Individuen oder Herrschende verursacht wird, ja nicht einmal durch bestimmte Parteien, sondern durch ein System, das alle umfasst. Der Kampf findet unter dem einen allen feindlichen Parteien gleichermaßen zugeordneten Banner des Enterhaken statt. Und der Enterhaken ist wiederum Zeichen für Piraterie, assoziiert die See,
diese Basis für den Handelskapitalismus der Stadt Antwerpen und erweitert bzw. verallgemeinert somit diesen Landkrieg. Also, was ich finde das sozusagen unglaublich bemerkenswert, dass das eben, also wenn Sie da genauer schauen, es ist nicht immer so, dass man sagen kann, die Sparbüchsen kämpfen gegen die Geldkisten, sondern wenn Sie genau schauen, es ist wirklich so, dass teilweise die eine Spezies gegen ihre eigene Spezies kämpft. Und die ganze Struktur, wie die ganze Bildstruktur ausschaut, ist es wirklich so, dass es eben keine zwei Parteien gibt, es gibt kein Zentrum, es gibt niemanden, der sozusagen das befiehlt oder irgendwas davon hat, sondern es ist eine Struktur, die einfach alle gleichermaßen erfasst. Und ich denke mir, das ist eine unglaubliche Analyse sozusagen frühkapitalistischer Verhältnisse. Und der Enterhaken, also es ist ja ein Landkrieg, so wie man das jetzt hier sieht, und der Enterhaken ist aber der, praktisch das Zeichen für Piraterie, für den Seekrieg. Also wird sozusagen dieser Seekrieg, also das Meer, was ja für Antwerpen also lebenswichtig war, hier praktisch hinein assoziiert. Ja, gilt dieses mörderische System auch für den kleinen Hund, der in Richtung der kämpfenden Welt und so gleichsam anklagend auf das gegenseitige Abschlachten aufmerksam macht? Er ist an ein Fass gekettet, das ein behelmter Krieger mit einem Messer aufschlitzt, und aus dem Riss fallen Geldstücke. Dieses Motiv blieb in der gesamten Bräugelforschung bislang unerwähnt. Der Hund im Fass assoziiert Diogenes. Nämlich seit der Antike wird Diogenes mit einem Hund identifiziert. Etymologisch lässt sich der Begriff Kynika auf das griechische Wort für Hund Kyon zurückführen. Plato soll seinen Widersacher, nämlich Diogenes, einen Hund genannt haben. Ein Vorwurf, mit dem sich der Betroffene aber identifizierte und sich selbst so bezeichnet haben soll. Der Hund galt als schamlosestes Tier und somit drückt der Name die kynische Reduktion auf animalisches als Bruch mit jeglicher Konvention samt deren Tabus aus. Und diese Apostrophierung des Diogenes als Hund, also nicht lediglich mit einem Hund als Attribut, sondern Diogenes als Hund, war in den Niederlanden geläufig, ebenso wie das Bild von Diogenes im Fass. Sie erinnern sich, wir haben uns den Stich angeschaut von Elk, wo es ja auch also sozusagen darum geht, dass alle nur sozusagen nach Geld und Besitz suchen und sich dadurch sozusagen selber überhaupt nie finden. Und wir haben gesehen, dass hier eindeutig Diogenes gemeint ist, Diogenes im Fass, aber auch Diogenes, der eben mit einer Laterne über den Marktplatz ging am helllichten Tag und gesagt hat, ich suche Menschen, und wie man ihm dann gesagt hat, er ist ja alles voll Menschen, da sagt er, Menschen meine ich, das sind keine Menschen. Und das ist, also hier sozusagen ist klar, dass er Bräugel sich durchaus eben schon mit dieser Diogenes-Geschichte beschäftigt hat. In der Verbindung von Selbstverkennung, Geldgier und kriegerischer Handlung ist der Kampf der Sparbüchse und Geldkisten eben mit dem Elk verwandt. Der kläffende, also fast schreiende Hund, Diogenes, lässt neben dem Quero Hominem an eine zweite verwandte Episode denken, die ebenfalls von Diogenes erzählt wird, nämlich dass er auf den Marktplatz lief und laut schrie, Menschen, Menschen, ich will Menschen sehen. Und wie sie dann alle zusammengelaufen sind, sie mit seinem Stock auseinandergetrieben hat und geschrien hat, Menschen rief ich, nicht Unflat. Und Erasmus von Rotterdam wie auch Sebastian Frank kommentieren diese Textstelle und entwarfen ein positives Bild von Diogenes, sehr im Gegensatz zu Luther, Calvin und Vertreter der katholischen Kirche, die dem Philosophen Hochmut, Atheismus und perverse Torheiten vorwarfen. Erasmus und Sebastian Frank sind für Bräugels Interpretation von besonderer Relevanz, weil wir haben ja immer wieder gesehen, die Nähe von Bräugel zum Gedanken von
Frank und auch von Erasmus. Ich zitiere Ihnen kurze Textstelle, wie sie bei Sebastian Frank in seiner Chronika 1536 geschrieben steht. Eintags ging er, also er ist Diogenes, eintags ging er auf eine Höhe mit lauter Stimme schreiend: O ihr Menschen, kommt her zu mir! Und da viel zueinander gekommen waren, sprach er: Ich habe euch nicht gerufen, sondern den Menschen. Ihr seid Vieh, denn ihr lebt nicht nach der Vernunft, sondern nach der Begier des Anmuts und lernet gar keine Weisheit. In typisch bräugelscher Verkehrung pointiert im Stich der Hund Diogenes das Nichtmenschliche der Kämpfenden. Die Menschen werden nun aber bei Bräugel nicht wie in der Diogenes-Anekdote lediglich als Unflat oder wie bei Frank und in Bräugels Avaritia-Stich als Viehisch und somit als triebhaft charakterisiert. Die Verschmelzung menschlicher Körper mit Geldbehältnissen repräsentiert vielmehr die Verdinglichung und Entmenschung des Menschen und thematisiert somit die neuen Erfahrungen des beginnenden Frühkapitalismus. Die Positionierung des Hundes weist ihn als Kommentator aus, wie dies bei anderen Grafiken von Bruegel oder anderen Meistern der Zeit üblich war. Also ich erinnere Sie eben wieder an die großen Fische fressen die Kleinen mit dem Ekze. Und es gibt, das ist sozusagen sehr häufig, dass es eben diese Form von Kommentar gibt. Sehr oft ist es ein Narr, der weise Narr, der dann sozusagen also sozusagen den Finger hinhält. Bemerkenswert ist hier, dass der Hund selbst an das Fass gekettet ist und dass dieses Fass nicht leer ist, sondern ganz offensichtlich auch mit Geld gefüllt ist. Dies widerspricht dem Attribut des Diogenes, das ja für die Bedürfnislosigkeit des Philosophen steht, der eben in einem Fass statt einem Haus gewohnt haben soll. Also ich kann mir das nicht anders erklären, als dass Bruegel damit signalisieren wollte, dass auch Diogenes, auch der Kritiker seiner Gesellschaft, an das System gebunden ist, wenn auch unfreiwillig. Die Tatsache, dass Bruegel seine Signatur just unter dieses Motiv gesetzt hat, verweist auf seine Identifikation mit dem kritischen Kommentator, der sich gleichzeitig seiner Involviertheit bewusst bleibt. Also ich erinnere Sie an die Sprichwörter, Sie können sich erinnern, wo ganz rechts unten der Mann mit der ausgelöschten Laterne ist, was sozusagen ein Beispiel ist für einen Mann ohne Wissen und Verstand und der Künstler, also Bruegel, dort seine Signatur hingesetzt hat und sich sozusagen selber als Kritiker, aber gleichzeitig als Unwissender apostrophiert hat. In der Schilderung der Grausamkeiten des Krieges unterscheidet sich Bruegels künstlerische Methode von konkreten, drastischen Darstellungen, wie sie sich bereits in einem Stich von Franz Hogenberg zum französischen Religionskrieg finden. Also ich habe einfach Ausschau gehalten, ich wollte wissen, wie in Bruegels Zeit, also so wirklich gesellschaftskritische Grafiken ausgeschaut haben. Und da gibt es schon einige, das eine ist Franz Hogenberg, wir sind ihm immer wieder begegnet. Franz Hogenberg war ein Grafiker und Stecher, der eine ganze Unzahl sozusagen von diesen grauenhaften Ereignissen, vor allem im französischen, aber auch im flämischen Religionskrieg, dargestellt hat. Sie sehen, dass bei Hogenberg hat das einen dokumentarischen Charakter, lässt aber gleichzeitig keinen Zweifel an Hogenbergs Parteilichkeit für die Opfer und demonstriert auf erschütternde Weise den Horror des Krieges. Bruegels spezifisches allegorisches Verfahren ermöglicht dagegen Verallgemeinerung und analytische Schärfe. Darin kommen ihm einige Flugblätter des deutschen Bauernkrieges am nächsten, wie etwa dieser Stich von Hans Sebald Beham, Spottbild auf die Mönche von 1521. Hans Sebald Beham ist einer der interessantesten deutschen Grafiker und Stecher in der Zeit des Bauernkrieges.
der hat zu dieser Gruppe der gottlosen Maler von Nürnberg gehört und der hat wirklich eine, von dem gibt es einfach eine ganze Reihe von unglaublich radikalen Grafiken und ich denke mir, dass das sozusagen von der künstlerischen Methode Bräugel relativ nahe kommt. Also was sehen Sie? Ein Bauer zwingt einen Mönch, der von den Personifikationen Geiz, Wollust und Hochmut gehalten wird, das Evangelium im wahrsten Sinne des Wortes zum Fraß auf. Behan gibt uns allerdings die Ursache für die Handlung des Bauern zu erkennen. Es ist Paupertas und das ist die Armut, die ihn treibt. Also ähnlich wie bei Bräugel verfügt der Stich durch das allegorische Verfahren über eine analytische Kraft, die über das rein Sichtbare hinausgeht und gleichzeitig in ihrer Anschaulichkeit evident ist. Allerdings verzichtete Behan nicht auf die Beschriftung der einzelnen Figuren und bleibt bei herkömmlichen Personifikationen. Also im Prinzip ist es sozusagen auch eine künstlerisch-methodische Frage, wie kann ich so etwas wie ein gesellschaftliches System überhaupt darstellen? Und ich kann das nicht indem ich sozusagen mimetisch irgendetwas abmale. Ich kann das eigentlich nur, es geht eigentlich nur über ein allegorisches Verfahren, wo ich sozusagen diese Zusammenhänge versuche darzustellen. Die Bedeutung des Stichs, der Kampf der Geldkissen und Sparbüchsen, erschließt sich allein aus der Anschauung, ohne Personifizierung von Habgier und Krieg. Durch das künstlerische Verfahren einer Verbindung von Realismus, Allegorik und Fantastik gelang es Bräugel, über eine moralische Kritik hinauszugehen und im Konkreten generelle Probleme aufzudecken. Er leistete auf der Ebene des Sichtbaren eine Analyse frühkapitalistischer Verhältnisse, die in der Visualisierung der Entmenschlichung und Verdinglichung über den Begleittext hinausgeht. Und so demonstrierte er das spezifische Potenzial des bildkünstlerischen Mediums, das in seinen semantischen und analytischen Möglichkeiten der Sprache ebenbürtig ist. Also ich glaube in der Tat, dass Bräugel hier sozusagen eine Analyse schafft auf der Ebene des Sichtbaren, also des bildlichen Mediums, das in seiner Zeit auf einer begrifflichen Ebene in der Weise überhaupt noch nicht möglich war. Ja, wir sehen uns nächste Woche.